Yay, okay, cool. Dann sollten wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht mal ein Raumschiff hinbekommen mit der Menge an Teilen, dass es auch schafft, zum Moon zu kommen. Das sind alles Orbiter. Moon Orbiter, genau, da wollten wir hin. Dann laden wir die noch erstmal. Der kommt im Leben nicht zum Moon, oder? Oder? Ja gut, wir haben hier ein nice Staging. Ich sage mal, wir führen jetzt erstmal einen Start aus und dann schauen wir mal. Startrampe. Könnte klappen. Muss es aber nicht. Ich glaube, das Ding war sehr instabil. Und der MacJeff funktioniert ja sowieso nicht richtig. Wie ist denn das hier? Vollgas, hä? Gib ihm! Oh wow. Na, ohne Sass haben wir es ja schon mal instantaneously verkackt. Uff. Obwohl, so schlecht sieht das gar nicht aus. Noch nicht. Die brennt ziemlich lang. Die reicht auch eigentlich zum Orbiten. Das hängt nur wieder an meinen Flugskills. Aber die sieht doch schon mal ganz annehmbar aus. Auch wenn es dunkel ist wie Sau. So, jetzt geht's vorwärts. Gucken, dass wir nicht zu schnell werden. So, ein bisschen Schub wegnehmen. So. Damit erreichen wir die 10 Kilometer auf jeden Fall einfacher. MacJeff eigentlich mal irgendwas kann. Nicht so direkt, ne? Er ist noch ein bisschen zu low, der Bob. Aber an für sich können wir hier... Aha! Maybe, oh shit. Ja gut, okay, war nicht so schlimm. So, jetzt können wir langsam in den Turn. Langsam. Nicht in den Turn, Alter. Ah, wo willst du hin? Jeb, what the fuck? Holy smokes, that's a problem. Boom! Okay, komm. Broke rate. Wech. Schaffst du das? I don't think so. Ab geht's. Oh wait. Ja, das ist okay. Was haben wir hier? Oh wow. Okay, cool. Ja, besser. Besser. Trotzdem haben wir hier echt einen leichten Versatz drin, aber das ist okay. Ich hoffe, ich mache die Startrampe nicht kaputt, wenn ich jetzt stage. Könnte nämlich passieren. Ah, stabilize dead. Nice. Wobei ich die hier nicht zuerst abwerfen sollte, die hätten mich nochmal stabilisiert, aber egal. So, jetzt können wir irgendwann nochmal ein bisschen Schub wegnehmen. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich Theo praktisch schon zu schnell. So ist gut. Ticken mehr. So. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein sauberer Start. Und ich glaube, ich habe da irgendwas kaputt gemacht. Aber das macht gar nichts. Und es wird Zeit. Richtung Turn. Hier, Alter, das ist so unstabil. Unstabil. AF, Alter. Komm, 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 komm. Wow, wow. Wow! Broke rate! Nein! Alles klar. Das Ding ist scheiße. Ganz einfach. Wo liegen hier Problem? Nobody knows. Haben wir denn hier überhaupt ein Reaction Wheel? Nee, haben wir nicht. Da ist ein Reaction Wheel, aber das haben wir nicht drin. Das sollten wir vielleicht nochmal verbauen. Und zwar unterhalb, quasi. Da. Machen wir nochmal ein Reaction. Oh, das ist ein Mini-Reaction Wheel. Das bringt uns überhaupt nichts. Okay, cool. Ja, okay, also so werden wir es nicht schaffen. Auf keinsten. Es sei denn, wir könnten noch ein bisschen geilere Aerodynamik mitnehmen. Delta Deluxe Winglet. Das, was bringt. Können es testen. Hallo?
Okay, jetzt gucken wir mal, was er macht. Aber so wie ich das sehe, nicht so viel, ne? Wirkt zumindest so. Wo fliegt er denn hin? Also irgendwie wirkt er doch ein bisschen lost, oder? Okay, komm, das kann ich ja wohl mit der Hand besser. Wow, ich bin viel zu schnell. Alter, ich bin viel zu schnell. Slow down. Wow. Was? Wieso lässt er sich denn so abgeranzt fliegen? Das kann doch nicht sein. Produktentwicklung. Technologiekosten zu hoch. You don't say. Raketentechnik, Luftfahrt. Okay, die lassen das mal aus. Nur Flugsteuerung. Also da müsste auch noch mehr MacJab-Party dabei sein, ne? Weil hier ist der Mini-MacJab. MacJab Features, Manöver und Translatron, okay. Kommandokapsel, dann geht's weiter. Fly-by-Wire. Schwebetragwerk, das ist eine. Ja, so heißt es natürlich nicht. Kommandomodule, ja. Wo ist der massive Mega-MacJab? Grundlagen der Wissenschaft. Keck! Ja, ich keck hier echt rum, das muss man mal ganz klar sagen. MacJab me hard. Manöver. Manöverplaner, Warp Helper, Attitude Adjustment, Thrust Window, RCS Balancer. Ah, Firmware Update, ist es einfach nur, okay. Ionenantrieb, awesome. Wo ist der restliche MacJab Shit? Naja gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir noch nicht mal Landing Struts. Wir haben gar nichts. Astronautenkomplex. Okay, ignorieren wir. Verwaltungsgebäude. Sonst so weit. Missionszentrum. Hitzeschild zur Wasserlandung auf Kerbin testen. Ja, im Grunde ja. Erkunde Moon. Bums. Bums müssen wir testen. Hitzeschild. 1,5 Meter, Kerbin im Wasser gelandet. Ja, im Grunde machen wir auf jeden Fall jetzt erstmal das. Hitzeschild im Wasser landen und testen. Okay, also müssen wir wieder einen LOL. Nix ist immer gut. Im Grunde müssen wir jetzt erstmal wieder ein neues Ski-App machen, das einfach nichts kann. Ergo, na gut, wir brauchen ein Hitzeschild, das ist schon mal unabdingbar. Wo ist Hitze? Da ist Hitze. Yeah, 1,25 Meter Hitzeschild. Dann einen Dekupplor. Dekupplor. 1, ja, 1, Meter. Und dann fliegen wir einfach ins Wasser damit. Beziehungsweise, yep, Aerodynamik. Ne, nicht die Bugnase, Bullfuck. Führen und steuern, I'm so stupid. Poplong. Ladung, Elektrik, Temperatur. Warte mal, jetzt bin ich doch. Ich muss das echt öfter spielen. Ich merke schon, was ist das denn? Ablassventil, okay? Was lässt denn das ab? Okay. Nix, nicht viel zumindest. Struktur, Kopplung, Nutzlast brauchen wir nicht. Oh, doch, wir haben Mikro-Landing-Struts. Das ist doch schon mal cool. Temperatur zu heiß. Way too hot. So, Fallschirm. Und dann natürlich ein kleines Raketen-Feststoff-Boost-Haar. Jo. Alles klar, wenn wir uns damit nicht irgendwo reinpusten können, dass wir das Wasser testen können, dann weiß ich auch nicht. Müsste genügen.
Jetzt haben wir natürlich mega viel Schub da drauf. Das ist total sinnbefreit. Das wird so ein richtiger Raketenflug wahrscheinlich. Also richtig. Das will ich natürlich eigentlich vermeiden. Deswegen. Ah, ich kann den Schub hier gar nicht mehr einstellen. Fuck. Okay, wir fliegen einfach da raus. Uah, brenn leer. Komm, du bist viel zu schnell. Oh, wow. Oh, wow. Dass man nicht eine richtige Rakete ist, dann weiß ich auch nicht. Komm, brenn leer. Wow, 800 Meter. Das wird heiß. Wow, das wird so richtig heiß. Okay, wir lassen uns etwas abkühlen, bevor wir dekappeln, weil sonst könnten wir ein Problem bekommen. 6 Kilometer Höhe, das ist ja mal so richtig awesome. Wiffy, hallo. Lange nicht mehr gesehen. What up? Das waren Meilensteine. Yes, löschen, danke. Jetzt drehen wir das Ding einfach. Oh Mann, ich habe noch zu viel Luftdruck, als dass ich mich davon abkoppeln könnte, ne? Na gut, egal. Irgendwann fallen wir auf jeden Fall. Komm, fall ab jetzt. Wow, ich krieg's nicht weg, ne? Hui! Wie viel Electric Charge haben wir noch? Ah, noch ein bisschen, also sollten wir nicht zu viel darum machen. Wir produzieren nämlich keinen Strom. Und sind eigentlich immer noch zu schnell. Und wir fallen auch, by the way, viel zu schnell. Wow! Oh, Jeppy! Oh no! Jeppy! Ich glaube, das gibt keinen. Mit dem Jabby. Hallo. Wir sind zu schnell. Können wir mal ein bisschen langsamer werden, bevor wir da unten aufklatschen? Ich glaube nicht. Ja, nice, Wifi. Das freut mich aber doch zu hören. Und nein, wir sind zu schnell. Wir werden sterben. Alles klar, bevor das passiert. Nein, komm, wir gucken es an. Bam. Alles klar, Start zurücksetzen. Das war schon wieder unnötig. So, bevor ich den jetzt mit Vollgas irgendwo reinnatze, würde ich sagen, wir limitieren mal den Schub an dem Ding. Schubbegrenzung auf jeden Fall. Ja, 34, das genügt. So, und ab. Sonst, naja, ihr wisst schon. Das Blöde ist halt auch, dass man das Ding einfach kein Meter abschalten kann. Ich hätte auch ein normales Triebwerk nehmen können, by the way. Aber na gut, komm. Saß und ab. Das sieht doch gesünder aus. Deutlich gesünder. Wow! Weil, jetzt kann ich nämlich rechtzeitig das Ding hier abstoßen, quasi. Ja, reicht. Puff. Nein! Oh shit, der Schirm ist schon auf. Naja, macht ja nichts. Bye! Raketentriebwerk. Und aus mit dem SAS. Hoffentlich landen wir überhaupt im Wasser. Guck mal, das ist sehr grenzwertig. Muss es hin? Wahrscheinlich ins Wasser gefallen. Okay, komm, Speed. Wow, gerade so ins Wasser geschafft. Ich hätte eigentlich auch von der Bahn. Nee, die kann ich doch gar nicht nutzen, ne? Ha! Wow, Alter, kannst du echt mal schneller fallen? Sagte MacJab dazu. Nix. Gut. Der normale Jab sagt dazu auch nix. Was sieht dein Elbenauge? Nix. Great. Außer, dass es ein bisschen dauert. Was? Kleine? Ah, keine Flugspur. Kleine Flugspur. 200 Meter. Zeigt er die Höhe hier an? Ja, da. Okay, cool. Ich glaube, hierfür gibt es sogar ein VR-Plugin, ne? Was sehr cool ist. Wäsche! Nice. Brettspiele. Süßigkeiten hat er dabei. Zahnbürsten. Nahrung, keine Nahrung. Luftteile, mehr Wissenschaft. Awesome. Wow, und wir haben aufgesetzt. Okay, jetzt können wir natürlich den Test durchführen und sollten damit den Auftrag abgeschlossen haben. Easy going. Danke. Und wir bergen das Teil. Jawohl, das war doch nice.